Ah, und jetzt willkommen zurück zu Minecraft hier mal wieder von unserer Festung. Und wir sind jetzt da dabei, ja, den zweiten Turm zu bauen oder einen der zweiten Türme. Ist die Frage, bauen wir erstmal den da drüben oder bauen wir den hier? Ich glaube, ich würde tatsächlich den da drüben machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil... Aber wir müssen erstmal eine Menge Steine verarbeiten und verändern. Und ich überlege halt, das Ding einfach mitzunehmen, dass wir nicht immer jedes Mal hier zurücklaufen müssen, wenn wir neue Stufen, Steine und sonstiges brauchen. Was wir auch mitnehmen könnten gleich wären Leitern, wenn wir die hier haben. Okay, wir haben nur 7, das sind nicht viele. Können aber eigentlich direkt neue machen. Warte mal, nee, nicht zu viele. Machen wir lieber mal erstmal nur so. So und dann eine Menge Leitern. Ich glaube, ich möchte erst den da drüben auf der Seite hier machen, weil dann ist zumindest, wenn man von hier oder von hier guckt, schaut das Ganze ein bisschen, ja, abgeschlossener aus. Katze, pass auf. Oh Gott. Ich glaube, die kommt da schon raus wieder irgendwann. Ist mit der Strömung halt vielleicht nicht ganz so easy. Ah, weiße Wolle hatten wir mitgenommen. Da wollte ich noch den einen Händler hier mal abchecken. Machen wir gleich, bevor wir es vergessen. Ja, nee, das war nicht der, das war der hier, ne? Jawohl, und er hat noch weiße Wolle. Das ist gut, wenn der weiße Wolle hat, weil das ist am einfachsten zum Handeln. Ich meine, klar, wir können auch Schafe einfärben und dann mit ihm handeln, das geht auch. Aber das muss jetzt nicht sofort sein. Und wäre auf jeden Fall erstmal umständlich. Und wir müssen erstmal irgendwo bunte Schafe anlegen, ansetzen. Also haben wir soweit alles, was wir brauchen, um jetzt erstmal uns hochzubauen. Ich glaube schon. Und das Wichtigste haben wir. Dann gehen wir nochmal hier hinten hoch und dann gucken wir mal. Ich kann doch endlich den ganzen Boden hier mal... Ah, bis hier ist er sogar schon. Aber hier fehlt es noch. Okay, das müssen wir nämlich alles symmetrisch bauen. Ich reiß dafür erstmal diese Steine hier ab. Weil die müssen in jedem Fall weg. Der da muss weg. Dann platzieren wir das Ding einfach mal kurz irgendwie... Ich würde es fast gerne da oben hin platzieren. Ja, wir müssen es erstmal kurz hier machen, weil wir haben aktuell noch... Kein... Ach, Mist, ich wollte Stufen und so mitnehmen. Wir haben noch in der Kiste noch ein paar Sachen. Wieder kurz vergessen. Schnell einmal zurück. Genau, hier in dem Fass sind doch noch einige Sachen drinnen. Genau, das haben wir. Aber wir haben noch eine Menge Cobble-Diebs. Vielleicht nimmst du gleich mal alles mit. Die Sachen brauchen wir erstmal, glaube ich, nicht. Wenn, dann müssen wir gleich nochmal gucken. Sonst hätte man ja auch gleich hier laufen können, weil wir gucken müssen, wie machen wir denn die Treppe. Das muss ja genau symmetrisch... Hä? Ist mein Kopf gerade rausgezappt? Okay. Wieso? Moment, ich muss mal gucken. Ist irgendwas passiert hier? Nö. Merkwürdig. Gut, ist die Frage, mache ich die Treppe auch einfach genau noch da hinten hin, oder? Dass die immer praktisch im äußeren Bereich sind. Oder halt, sagen wir mal, im vorderen und hinteren Bereich, nicht im seitlichen Bereich. Der Einfachheit halber benennen wir das jetzt mal so. Das heißt, wir machen hier einen hoch. Ah, wir brauchen doch die. Aha, ich sehe es gerade. Wir brauchen doch diese Steine. Naja. Wenn man so ein Bauwerk beginnt, dauert es immer ein kleines bisschen. Immer viele Vorbereitungsarbeiten. Wir müssen eh gleich kurz schlafen gehen, damit wir wieder wie immer kein Risiko eingehen. Da sind 1, 2, 3 eigentlich rum und dazwischen dann die anderen. Das sollten wir hinbekommen. Das heißt hier, hier, ja natürlich nicht so. So. So und dann müsst ihr hier eigentlich schon, na der muss dann wieder weg. Also die ganzen Blöcke hier im Boden können wir dann auch nachher noch austauschen. Aktuell haben wir nicht so viele von denen da. Deswegen mache ich erstmal nur den hier. Achso, und schlafen wollten wir. Und wegen Fackeln und Licht gucken wir dann auch gleich. Das machen wir... Hatte ich hier überhaupt eine Fackel drin in dem Bereich? Mal kurz gucken. Ich glaube nicht, oder? Ne, das war dunkel. Genau, nur hier ist eine. Aber die haben wir ja praktisch hier auch. Also praktisch genau an diesen Außenseiten. Einmal hier... Und hier genau, das passt. Wunderbar. So, und dann müssen wir jetzt hier hoch. Ups. Schauen wir noch gleich mal, wie haben wir es denn hier gebaut? Sind das hier zwei Stufen? Jawohl, es sind zwei und dann sind wir auf... Ja, der Ebene circa.
Das heißt, wir können hier schon mal dicht machen. Och. Ist ja schade, dass es von denen... Hallo Katze. Nicht die Varianten irgendwie gibt. Oh ne, der war ein zu viel. So, plops. Der ist auch ein zu viel. Haben wir das echt zu klein gemacht dahin? Schon, gell? Ist nur so eine kleine Ecke. Ja, yep, definitiv. Und hier würde es dann direkt hochgehen. Das ist wichtig. Genau, ich platziere das einfach schon mal, damit wir es irgendwie uns ja gemerkt, markiert haben. Dann die Turmmauern. Sind die hier noch richtig? Ist mich die wichtigste für nächste Frage. Stimmt das noch? Weil das hier zum Beispiel stimmt ja nicht mehr. Das muss mich hier hochgehen. Und das hier muss mich alles weg. Vielleicht müssen wir erst allen Türmen diese Sachen hier angleichen. Ich weiß nicht, ob das Lüger wäre. Ach, hier haben wir es noch nicht mal fertig gemacht. Ah, wieder hier. Fusch am Bau. Das geht doch nicht. Ja. Ich stimme euch da unten voll und ganz zu. Das kann auf jeden Fall erstmal weg. Wir müssen hier schon dran bauen. Das ist dann der. Jawohl, das funktioniert. Ah, genau, da oben haben wir das Problem wieder. Gucken wir doch mal. Wir haben 1, 2, 3. Das sind hier 1, 2, 3. Und dann kommt hier tatsächlich die Mauer, okay. Ich glaube, das hier passt nämlich dann auch. Und dann können wir jetzt eigentlich nach oben bauen. Es ist gut, dass wir die Leitern schon dabei haben. Diese Breite hier stimmt auch noch. Muss eigentlich ja, ne? Schon, gell? Genau, was geht ja bis hier? Soweit müsste das ja alles stimmen. Das muss mich einmal weg. Plopp. Jetzt hat man natürlich klugerweise das Ding hier unten reinplatziert. Da wollte ich es ja eben eigentlich nicht stehen lassen. So, jetzt mal auch den Boden hier schon austauschen. Jetzt haben wir ja schon einiges an Steinen. Reicht das? Ich hoffe. Wahrscheinlich gerade so nicht, oder? Ja, einer fehlt. Typisch. Naja, haben wir hier auch diese Lücke? Gucken. Haben wir dicht gemacht. Ne, da haben wir auch die Lücke gelassen. Naja, ist auch wurscht. Da ist es jetzt wirklich egal. Also da kommt dieser mal hier in die Ecke. Und wir machen uns mal mächtig, mächtig viele von diesen Steinen. So, fürs Erste, ich will es nicht ganz übertreiben. Okay, wir müssen noch einen nach oben, ne? Oder ne, warte, wie ist denn diese? Auf der Blickhöhe, ne? Ist ja hier auch noch was weg. Das stimmt. Ja, das sind dann zwei. Genau. Das sind zwei? Ne, das sind drei jetzt. War ein zu viel. Okay, können wir nachher korrigieren. Ich baue jetzt erstmal hier die Seite sozusagen hier so hoch. Oh, was vielleicht ganz klug wäre, um die Zwischenebenen reinzubauen, damit das ein bisschen einfacher ist und wir nicht so abzählen müssen. Habe ich gerade eine Idee. Leitern wieder hin. Und zwar, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ja genau, das sind zwei. Wir haben jetzt hier einen zu viel. Obwohl ich es mit der Höhe eigentlich auch okay finde. Also die Durchgangshöhe passt ja voll. Muss ja nicht so mega hoch sein. Das schaut, finde ich, tatsächlich eher komisch aus, wenn es so ist. Kann man ein bisschen tiefer einfach. Ist immer noch riesig, das Ganze. Genau, was wir machen können. Jetzt einfach mal einen unten raus, bei jeder Ebene praktisch, damit wir sehen, okay, einen tiefer wie den sind immer unsere Service-Ebenen. Was haben wir noch? Wir wollen auch alle Steine bekommen, das ist sehr gut. Genau, hier waren wir dann eh schon oben. Perfekt.
Dann wieder einmal Fahrstuhl nach unten, bitte. Hier angenehme Fahrstuhlmusik einfügen. Dum, 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 dum. Nee, ich weiß, es ist nicht Fahrstuhlmusik, aber die kam jetzt gerade als erstes im Kopf. Ist das schon die Zwischenebene, ne? Oh, oder? Warte mal. Ich bin nur so schlecht beim Abschätzen bei sowas. Sind wir jetzt, stehen wir auf der Ebene, ja, oder? Oder bin ich schon wieder eine falsch? Ah, nee, warte, ich muss nur auf der hier gucken. Genau, warte mal, das sind dann hier, zack, das ist die Zwischenebene hier. Jetzt erstmal kurz mal nur so. Zack, zack, zack. Die müssen wir auch noch zubauen. Vergessen. Kommen wir dann ran. Jetzt mal hier zu. So, nämlich. Zack, zack. Oh, hier ist die Frage, wie wir es da gemacht haben. Aber das können wir nachher nochmal gucken. Ob ich da was zumachen muss oder nicht. Wahrscheinlich muss ich da noch zumachen. Die Faktorangangsetzung weiß ich jetzt nicht, deswegen setzen wir einfach mal erstmal eine nur hier hin. Jetzt müssen wir 1, 2, 3 nach oben für die nächste Ebene. 1, 2, 3. Und die nächste Ebene. 1, 2, 3. Nächste Ebene. 1, 2, 3. Nächste Ebene. Und dann geht's eh nach oben. 1, 2, 3. 4. Oh, haben wir uns zum einen vertan? Ist doof. Das, nee, warte mal, das ist nicht die Ebene, auf der wir stehen. Das ist eins, warte, ich bin hier, kann zählen. 1, 2, 3. Und auf der vierten Ebene müsste man stehen. Also 1, 2, 3. Auf der vierten Ebene müssen wir stehen. Das heißt, der hier ist einen falsch. Und die unten noch genauso. Schaffen wir das? Oh, wir schaffen das. Krass. Ich habe nicht erwartet, dass das funktioniert. Zack. Ach, schade. Aber hier ist es nicht so schlimm, war nicht mehr ganz so tiefer Fall. Jetzt ist vielleicht die Ebene doch einen zu tief. Ja, natürlich ist die einen zu tief, die muss hier hin. Och Mann, ich bin so doof. Warte, mit dem 1, 2, 3 nach oben bauen, das hat schon gestimmt soweit. Das war nämlich definitiv richtig. Aber halt eine Ebene weiter oben. Nämlich diese hier. So, dann mal ganz schnell wieder alle hin. So. So, erste Steinfuhre ist schon aufgebraucht. Gucken wir auch gleich mal kurz, wie die Fackeln da drüben platziert sind. Wir müssen eben kurz einmal Steine einsammeln hier unten. Aber das wird dann mega cool, jetzt kann man dann bald wirklich immer von Turm zu Turm auch laufen und so weiter und so fort. Hier können wir schon wieder zumachen. Okay, witzigerweise haben wir die Fackeln echt einfach hier hingesetzt. Also einfach praktisch genau neben die Kante. Na gut. Ich hatte noch die Gedanken, hier vielleicht noch so kleine Durchgänge zu machen, dass man da eben entlang laufen kann. Aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Lalalala. Und dann können wir jetzt eigentlich entspannt nach oben bauen. Immer die 3 und dann zack, zack, zack. Ach schon, wir müssen hier auf der Außenkante bleiben, nicht aus Versehen jetzt hier zubauen. Hier, so. Oh, ich hoffe, das stimmt nachher alles nicht, dass ich irgendwo Fehler baue jetzt hier. Das wäre wirklich fatal. Das ist eigentlich stimmen, oder? Ach nö. Lieber schnell einsammeln. Nichts da verloren gehen.
Jetzt putzt vielleicht mal diese Ebene hier auch zu. Das wäre vielleicht klüger. Jetzt mal die Leiter nach ganz oben. Lalalala. Doch, das stimmt schon, glaube ich, so. Dass wir jeweils immer zwei zu den Ecken frei haben, genau. Doch, doch, das muss richtig sein. Ah, ich liebe ja wirklich diesen Ausblick hier rüber. Das schaut immer so schön aus. Ist da hinten? Jawohl. Fackel hin. Und wir brauchen, glaube ich, gleich... Na, ein paar haben wir noch. Weitere Steine. Also die wir noch chiseln müssen. Aber wir kriegen auf jeden Fall mit diesem einen Turm hier definitiv fertig. Das ist klar, das reicht an Rohstoffen. Aber danach müssen wir weiter schauen. Das noch für den zweiten Turm reicht, ich glaube ja nicht. Also nicht mit Zwischenebenen auf jeden Fall. Vielleicht das reine Konstrukt außenrum. Das könnte reichen, aber... Hat sie hier oben gespawnt. Aber alles weitere geht definitiv nicht. So, genau. Zwischenebenen sind beleuchtet. Sehr gut. Ist auch zum Glück alle gleich groß. Ah, hier war noch eine Fackel. Einmal... Hier hingesetzt? Ist das hier? Das ist hier, jawohl. Die Höhe stimmt. 1, 2, 3 auf der 4. 1, 2, 3 auf der 4. Okay. Mal kurz wieder Sicherheitsschlafen machen. Ah, wir können sogar. Ich hätte schon fast vermutet, dass wieder irgendwie Monsters nearby sind. Und dann geht das wieder nicht. Gott. Schlüpfst du hier unten so rum? Es gibt irgendwas Gutes dabei. Potzoll verkauft dafür Emeralds. Na toll. Tube Coral Block. Ansonsten, ja, ein paar Farben. Ja, bleib ruhig hier. Kannst es ja machen. Das reicht sogar schon für den Turm tatsächlich. Und da müssen wir eh gleich Holz holen gehen. Aber ich mache zumindest mal hier oben das Dach soweit fertig. Oder halt, na, die letzte Ebene hier. Oh, wir haben auch die Steine hier als... Jawohl. Nee, haben wir... Doch, haben wir. Genau, wir haben praktisch den Rahmen hier gelassen hiervon. Ah, Mist, das war falsch. Nein. Da nicht, sondern so. Aber dass das da ehrlich gesagt stimmt. Irgendwie das Gefühl, das ist falsch. Was geht denn das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist das dann mit 2 versetzt? Aber man hielt nicht mehr, ne? So eine Zweierkante ist, das weiß ich halt gerade eben einfach nicht. Müssen wir jetzt mal gucken gleich. Ich glaube, wir können es ja rausfinden anhand, wie Steine hier noch so weggehen jedes Mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann gehen 3 mal 4 nach oben. Falls ihr gerade die Rechnung nicht versteht, das muss nur kurz in meinem Kopf funktionieren, das ist am wichtigsten. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der ist freischwebend. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 4, 4. Ah, das müssen auch wieder freischwebende sein. Ja genau, der ist freischwebend, der steht oben drauf. Nee, dann passt es. Dann ist es symmetrisch geworden. Wie tief habe ich die denn gesetzt? 2 nach unten, ja genau. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Können wir zumindest mal die Pfosten setzen. So, hier nehme ich 1, 2. Gehen hier noch einen dritten nach oben? Ja, oder? Ja, hier noch einen dritten nach oben. Die möchte ich noch ganz schnell setzen. 1, 2, 3. Und der ist jetzt dann hier praktisch platziert. Der unterste muss dann wieder weg. So nämlich.
Dasselbe haben wir dann hier auf der Seite. 1, 2, 3. Oh, bloß nicht abstürzen, ey. Erstmal 1, 2, 3 so setzen. Ne, der muss hier hin. Hahaha. Da war gerade der Fehler. Drei. Genau. Dann müssen wir wieder. Moment, wo müssen wir denn wieder? Hier? Ist das die Kante? Schon, ja, das ist die Kante, ne? So, und dann hier nochmal das gleiche. Hier nochmal drei nach oben. Zack, zack, zack. So, du auch noch. Und dann der letzte hier. Steht zumindest mal die Pfosten. Und ich gehe mal ganz kurz mein Holz holen. Was unten? Noch mehr unten? Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, das stimmt. Ich kann ja mal kurz hier zur Kontrolle gucken. Jawohl, die sehen richtig aus. Wir haben hier eine Dreierbreite. Dann haben wir die 1, 2. Seite. Wieder eine Dreierbreite. Und hier so eine Zweierbreite. Das checke ich nach, aber es muss ja stimmen. Das hat ja alles soweit gepasst jetzt eigentlich. So, Dreierbreite, dann 1 mal rüber. Dreierbreite, Zweierbreite, perfekt. Okay, wir haben den Turm richtig hinbekommen. Weil zum Glück die unteren schon richtig stehen, das ist wichtig. Da hatten wir anfangs ein bisschen Fehler gemacht beim Bauen, aber die haben wir, glaube ich, dann zumindest soweit wieder auskorrigiert. Ja, kommst du hier nicht mehr raus, soll ich mal anschubsen? Ah, wunderbar, das ging easy. Also, wir beginnen die Folge, beenden die Folge genau da, wo wir sie begonnen haben. Mit dem Blick von hier. Allerdings, dass da hinten jetzt ein bisschen mehr Turm steht. Das Dach muss da nächste Folge noch drauf, aber das Konstrukt steht soweit schon mal. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.